bin Christina Baldes vom Tierschutzverein Spanische Pfoten. Wir feiern heute hier unseren 5. Pfotentag. Hier heißt im schönen Wasserschloss Wittringen in Gladbeck. Wir haben heute 20 Aussteller hier gehabt, die hoffentlich alles mit dabei hatten, was das Hunde- und Pfotenherz begehrt. Von den Leckerchen bis Halsbänder, natürlich die Videotierhilfe mit dabei. Und ich denke, viele ganz tolle Sachen mit dabei für jeden Hundefreund. Vielfach werde ich gefragt, wie wir dazu gekommen sind, überhaupt den Pfotentag zu machen oder auf die Idee gekommen sind. Die Idee hatte ganz witzigerweise mein Onkel, der eigentlich Brieftaubenzüchter war, und hat gesagt, komm, mach doch mal was in der Taubenhalle, die ist ganz oft leer und da könnt ihr doch was für eure Hunde, für den Tierschutz in Spanien machen. Ja, und so kam die Idee, das zu versuchen. Wir haben ganz viele Leute angeschrieben und gebeten, uns doch dann zu helfen oder uns zu unterstützen am Pfotentag. Ja, und so kam dann im, ich glaube, Dezember 2011, gab es halt eben den ersten Pfotentag. Die Resonanz war gut und so haben wir es halt jedes Jahr weitergemacht. Die Spanischen Pfoten arbeiten hauptsächlich mit der Barbara García zusammen. Das ist eine Privatperson, die im Raum Toledo ganz viele Hunde meistens von der Tötungsstation rettet bzw. schaut, wer Tötungstermin hat und die Hunde dann wirklich rausholt. Oder halt von den Jägern, die sie ganz, ganz gezielt wirklich anrufen und sagen, naja, sie hätten da wieder Hunde, die nicht mehr taugen. Es wären die Reste und diese Reste wären halt abzugeben. Und diese Reste holt sie dann halt eben von den Jägern auch weg und wir schauen, dass wir für die ein neues Zuhause finden. Wir hatten in diesem Jahr auch wieder die Live-Auktion mit unserer Super Mona Gemke, die finde ich eben einfach das ganz toll macht. Und den Erlös von der Live-Auktion, der geht immer automatisch an unsere Barbara. Also alles das, was über die Live-Auktion wirklich an Erlös reingekommen ist, geht automatisch an die Barbara. Den Rest, jetzt was von der Tombola beispielsweise gekommen ist, behalten wir ein bisschen für unsere Pflegehunde hier in Deutschland. Wir hatten in der Vergangenheit ein paar relativ hohe Arztkosten und dafür wird das Geld verwendet. Und der Rest wird schon so ein bisschen, sag ich mal, ja, gehortet bzw. gespart, weil wir rechnen ja im Februar, März wieder mit Ende der Jagdsaison. Und Ende der Jagdsaison ist es so, da gibt es wieder ganz viele Pflegefälle und Notfälle. Und dafür legen wir schon mal ein bisschen Geld zur Seite, um dann gewappnet zu sein. Liebe Pfotenfreunde, am 10. September 2016 findet der 6. Pfotentag statt, wieder im Wasserschloss Wittringen. Und ich würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr alle wieder mit dabei werdet. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses Mal. Es hat mir wieder ganz doll viel Spaß gemacht. Dankeschön dafür.